Ein größerer Erfolg der AfD wird verhindert durch die Gefahr oder durch die Angst, dass es ein neues Nazi-Regime geben könnte. Ich weiß, die Zuseher hier sind in der Regel so intelligent, dass sie an diese Gefahr nicht glauben. Aber wir haben eben viele Wähler, die haben wirkliche Angst davor, weil sie überhaupt nicht begreifen, dass die Ursachen dieser Massenmorde lagen weder im Nationalismus noch in dem speziellen Nationalsozialismus, sondern die Ursache dieser Morde waren, dass das Mörder waren. Es ist ja bekannt, dass die Sowjetunion, die ja antinational war, es gab ja nur noch den Sowjetmenschen, nicht mehr den Angehörigen, also Kasache oder Uigur oder so etwas, Uigur ist ja China, Usbek oder sonst was, das gab es alles nicht. Es gab nur noch den Sowjetmenschen, so wie jetzt also der grüne Gutmensch, der auch keine Nationalität hat. Und aus diesem antinationalen Impuls sind Massenmorde passiert, die in der Zahl noch das übertreffen, was die Nazis zustande gebracht haben. Es ist also auf keinen Fall der Nationalismus, der zu diesen Massenmorden geführt hat. Und man liest das also millionenfach immer wieder und wieder. Der Nationalismus, der hat uns dann in dieses Elend geführt. Und das ist alles Quatsch. Nationalismus gab es in der ganzen Welt über Jahrtausende und es hat nicht immer unbedingt zu Massenmorden geführt. Das führt zu Massenmorden, wenn Verbrecher an der Regierung sind. So einfach ist das. Was haben die Nazis damals gemacht? Die haben die Juden zunächst mal ausweisen wollen und als das nicht funktionierte, weil die anderen Völker sich weigerten, Juden aufzunehmen, sind sie dann letztlich auf die Idee verfallen, diese zu vergasen. Das ist aber, was die Nazis im Effekt gemacht haben, ist, dass sie hochintelligente Leute ausgelöscht haben, während jetzt die AfD will ja keine hochintelligenten Leute auslöschen, sondern verhindern, dass weniger intelligente Leute in großen Massen hierher kommen. Das ist also das genaue Gegenteil. Und man muss also sehr scharf nachdenken und es wird lange Zeit brauchen, ehe wir hier zu einer gewissen Normalität kommen. Es wird auch gesagt, der Islam ist im Grunde das Gleiche wie das Christentum. Auch die Christen werden letzten Endes mehr ihrem Gewissen folgen als der Verfassung. Betrachtet man das aber genauer, so sieht es so aus, wenn jemand beispielsweise Kirchenasyl bekommt, dann deshalb, weil die Verfassung und die Gesetze ihn zu irgendetwas sonst verurteilen, Ausweisung oder ins Gefängnis oder sonst etwas, und der bekommt dann Kirchenasyl, um ihn vor den schlimmen Auswirkungen des Gesetzes zu schützen. Es ist also eine mildere, eine barmherzige Sache, eine mildere Handlung, die das Christentum fordert. Beim Islam ist es genau 100% entgegengesetzt, wo die Verfassung nicht keinerlei Strafen vorsieht, beispielsweise wenn eine junge Muslim mit einem Christen das Werk der Finsternis betreibt, ist nicht strafbar laut unserer Verfassung. Und da fordert der Islam in manchen Auslegungen eben den Ehrenmord. Das heißt, er macht genau das Gegenteil von dem, was das Christentum macht. Nicht mehr Toleranz, sondern Intoleranz, gnadenloses, unbarmherziges Morden. Das ist, insofern kann man den Islam mit dem Christentum nicht vergleichen, denn der Islam ist eher das Gegenteil einer Religion, wie wir sie kennen. Insofern ist die Formulierung, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört, eigentlich zu Bilde. Er gehört eigentlich zu überhaupt keiner hochentwickelten, modernen, menschlichen Gesellschaft. Alle real existierenden
islamischen Staaten pfeifen auf die Menschenrechte und wir müssen uns daran halten, was die real existierenden islamischen Staaten machen, so wie wir es ja auch mit dem real existierenden Sozialismus gemacht haben. Theoretisch hätte der Sozialismus eine wunderbare Sache werden können, glauben ja heute noch welche dran. Und ebenso ist es auch mit dem Islam. Theoretisch könnte daraus etwas Vernünftiges werden. Wie das allerdings gehen soll mit einem heiligen Buch, auf dem so ungefähr über 140 Mal die Menschen aufgefordert werden, jeden umzubringen. Das sind also fundamentale Unterschiede. Was macht Merkel also? Sie flutet Deutschland mit weniger, sagen wir mal, mit technischer Intelligenz weniger begabten Menschen. Die sind nicht schlechter als wir, die haben eben andere Fähigkeiten. Aber die sind für uns nicht brauchbar. Wie Sarrazin eben sagt, sind die im Schnitt weniger intelligent. Ich verlasse mich da ganz auf Sarrazin. Merkel mindert also die Intelligenz der Deutschen durch diesen Zustrom. Das kann ihr nicht verborgen geblieben sein. Sie macht es genau identisch das Gleiche, was die Nazis gemacht haben. Die haben die Intelligenz der Deutschen gemindert, dadurch, dass sie die Juden umgebracht haben. Übrigens, mir fällt ein, mein Vater war mit vielen Juden befreundet, unter anderem auch mit dem Schriftsteller Emanuel Ben-Gurion. Der war damals hier Theaterkritiker, die liefen also gemeinsam über den Kaiserdamm, kam eine SA-Formation vorbei und mein Vater sagte, eine Kulturschande. Und darauf sagte der jüdische, damals Theaterkritiker, Emanuel Ben-Gurion, so wie sich die Juden in Deutschland aufgeführt haben, müssen sie sich nicht wundern. Das war nun, bevor die Sache mit der Vergasung angelaufen war. Übrigens, ich weise darauf hin, es hat nie eine Volksabstimmung gegeben, wollt ihr, dass wir die Juden vergasen? Die Nazis haben das geheim gehalten. Selbst der Nazi-Bürgermeister, ganz nahe an einem Vernichtungslager, wusste nichts davon. Sonst hätten ihn die US-Soldaten ja nicht zwingen müssen, das anzusehen. Und der war so erschüttert, dass er dann Selbstmord gemacht hat. Man sieht daran, dass selbst höhere Nazi-Chargen davon nichts wussten. Also diese generelle Fabel, die Deutschen hätten das alles gewusst, alles Quatsch. Deswegen, ich sage das deshalb, weil es wirklich in die Deutschen sich eingefressen hat, dieser Schuldkomplex. Und wir mit unserer, sagt ein Autor, Friedensverstiegenheit die ganze Welt ins Unglück stürzen. Es sind ja nicht nur die Deutschen, auch die Engländer und die Franzosen, die wegen ihrer kolonialen Vergangenheit entsprechende Komplexe haben. Das zu bekämpfen, wird eine sehr, sehr lange Zeit brauchen. Und da müssen wir vor allen Dingen immer wieder mathematisch auseinandersetzen, was passiert eigentlich. Wie schon gesagt, mit dem Nationalismus hat das gar nichts zu tun. Es hat auch nichts mit dem Antinationalismus zu tun, sondern wenn Verbrecher an die Regierung kommen, dann sieht das unfreundlich aus. Auch die CDU, auch die Grünen wollen nun mittlerweile die Polizei verstärken. Das ist wunderbar. Wir haben zurzeit eine Verurteilungsquote bei Einbrechern von 2%. Man wird also durch Verdopplung des Polizeipersonals dann wahrscheinlich eine Verurteilungsquote von 3% erreichen. Das wird man uns verkünden, dass also diese Quote um 50% gestiegen ist, von 2% auf 3%. In der gleichen Zeit steigt dann die Zahl der Einbrüche um, sagen wir mal, 20%, ziehen Sie den 1% ab, sind es also insgesamt im Resultat 19% mehr. Das ist alles Quatsch. Das Einzige, was wirklich schnell helfen kann, sind Abschiebungen. Sofort Abschiebungen und Grenzen dicht in Europa, keine Freizügigkeit mehr. Eine Illusion, dass man mit dieser Grenzenlosigkeit irgendetwas erreichen kann. Da wird dann gerne gesagt, mit Abschottung will ja keiner. Wir haben also auch
sehr gute Beziehungen zu USA, die sich ja gegen uns völlig abschotten, was die Einreise- und Ausreisebestimmungen angeht. Das Gleiche ist mit China. Das sind unsere größten Handelspartner. Und da wird immer gesagt, die AfD will Deutschland abschotten, unsere Wirtschaft wird leiden und so weiter. Es ist keine Abschottung, wenn die Grenzen kontrollierbar gemacht werden. Sie werden ja nicht dicht gemacht, sondern an den Grenzen wird kontrolliert, wer hereinkommt. Jedes Lebewesen, die ganze Entwicklung der Lebewesen fand statt dadurch, dass sich Zellen gebildet haben, die abgeschlossen waren gegen die Umwelt, die nur noch das hereingelassen haben, was der Zelle nutzt und was der Zelle nicht nutzt, außen vor gelassen haben. Das ist eine Grundbedingung, dass überhaupt ein Organismus leben kann. Und eine solche Grundbedingung gilt natürlich auch für einen Staat. Ein Staat, der alles an Giften hereinlässt, was in der Welt vagabundiert, der ist nicht überlebensfähig. Was Merkel aus Deutschland gemacht hat, ist ein nicht mehr lebensfähiges Gebilde. Im Augenblick siechen wir noch dahin. Wie lange das geht, weiß kein Mensch. Hier mal ein Beispiel lebendiger deutscher Kultur. Das ist 2008 gemalt auf Sylt. Eine Dame, die sich das Herz aus dem Leibe gerissen hat, und diese Füße zeigen, dass sie vor irgendetwas davongelaufen ist. Das ist also ein hochdramatisches Thema, aber sehr ruhig gemalt, wie auch früher die Heiligenbilder in der Kirche, die übrigens deshalb so viel Erzählungen beinhalten, weil die Leute damals ja weitgehend Analphabeten waren und man musste denen also die Heiligengeschichte im Grunde erzählen, weil es anders eben nicht ging. Und diese sehr ruhige Art mit prachtvollen Farben wird offenbar unbewusst von Frau Hemmer wiederbelebt, obwohl sie also auch diese alten Kirchenbilder immer mit großer Begeisterung sieht. Aber sie sieht auch Basquiat und Baselitz und Jeff Koons und wen alles mit Begeisterung.